Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser Let's Play Paladin Folge Nummer 29. Und heute geht es ein bisschen um Klassik und wie das so mit klassischen Gebieten hier der Fall ist. Werde ich mal ein wenig drauf rumschwadronieren und dir mal ein paar Erfahrungen aus meiner alten Klassikzeit zum Besten geben und einfach mal ganz locker flockig noch so ein bisschen quatschen über das Eschental. Also nach einem kurzen Intro geht's los. Bleibt dran. Ja, wir haben ja noch ein paar Quests zu erledigen. Ich hatte in der letzten Folge hier mal ein bisschen schon mal angefangen, Oren die Zuflucht in der Nähe der Grotte, ein bisschen was gemacht. Und jetzt sind wir hier am Maestras Posten und haben da noch ein bisschen was zu erledigen. Das tun wir jetzt mal. Ich hatte das schon mal ein bisschen angefangen, aber hier fehlt natürlich jetzt noch ein bisschen was. Und dann gucken wir mal. Klassik damals, also ich habe ja auch zu Klassikzeiten schon gespielt und das war aber ein bisschen, war schon sehr, sehr cool. Die große Frage, die so ein bisschen im Raume steht, ist, ob ihr vielleicht auch mal so ein paar Klassik-Videos sehen wollt, ja, und deswegen fange ich auch gleich direkt am Anfang mal damit an, denn Ernst ist übrigens immer noch da, wollte mich beißen da. Nur weil ich das Klassik erwähne jetzt hier. Nee, also wenn ihr da mal irgendwie auch Lust zu hättet, dann könnte ich ja sicherlich auch mal vielleicht eine kleine Reihe über Klassik machen, weil man kann ja Klassik auch spielen. Das ist zwar jetzt schon etwas länger da und auch draußen, aber ich glaube auch heutzutage würde sich das noch ein bisschen lohnen, damit anzufangen, um einfach ein bisschen auch Spaß zu haben und ein neues Videoformat. So, jetzt müssen wir gucken. Das ist ja genau, das eingetäuschte Gebräu muss ich hier benutzen. Perfekt, passt auch. Haben wir ein bisschen Licht abgeholt hier. Denn ich fand das eigentlich schon damals sehr, sehr geil hier. Auch Eschental, die ein oder anderen haben sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Baumschmuser, Baumkuschler, Elfen und hast du nicht gesehen. Aber ich als Krieger mit meiner Zweihandaxt fand das dann gar nicht so lustig und dann bin ich ja halt marodierend durch diesen Wald gezogen. Nee, also hier hat man schon wirklich damals echt coole Aktionen auch. Einen Heiligen Hammer sollen wir hier holen. Das ist, ach genau, da ist der Heilige Hammer. Und das Gebetsbuch ist da vorne. Ne? Man hat hier schon mit seinen Kumpels und mit Freunden und so, mit denen man hier unterwegs war, eigentlich ein paar tolle Geschichten auch erlebt. Das war schon geil. Die Hoffnung oder die große Hoffnung wäre natürlich auch, ob man das jetzt heutzutage immer noch erleben würde, wenn man jetzt nochmal wieder mit Klassik neu anfängt. Wie würde sich das spielen? Man hat ja jetzt einfach auch viel, viel mehr Input, ne? Und weiß, dass man bestimmte Dinge benutzen muss, damit man halt einfach wirklich richtig stark ist. Und das war damals noch alles so ein sehr, sehr großes Ausprobieren. Man wusste gar nicht so richtig, welchen Schritt muss ich jetzt gehen, wo muss ich jetzt hin, wo lässt sich welche Quest spielen. Wir hatten keine Add-ons, die uns gesagt haben, jetzt musst du da vorne hingehen, jetzt musst du hier hingehen. Wie würde man so eine Klassikerfahrung spielen? Würde man die so spielen, dass man wirklich auch wieder komplett da rausgeht, gar nichts hat an Add-ons oder spielt man das mit Add-ons? Das sind so Fragen über Fragen. Ne? Eine Aufwertung haben wir gekriegt, jetzt sollen wir zu Reen Wolfsläufer und ich glaube, hier können wir noch eine Aufgabe wo annehmen. Muss ich mal schauen, einmal hier raus und hier runter. Ach genau, da an der Seite ist das. Habe ich mir schon fast gedacht, deswegen zack, einmal schnell auf einen Sprung nach Astrana. Sprecht mit der Schildwache. Ja, nee, da, ach so, ja, Mist, jetzt habe ich gedrückt und jetzt reitet der mit uns davon, da wir können auch wieder zurückfliegen. Ne, da kommen wir auf jeden Fall wieder zurück. Komme ich da runter? Ja, ich komme auch runter. Lass mich runter hier. So, gehen auch so. Dann kann ich natürlich noch die anderen Quests hier weitermachen. Wir wollen ja uns ja nicht von so einer Miezekatze da entführen lassen. Von allen Muschi hier. So. Ja, nee, das war auf jeden Fall damals schon wirklich cool, weil man konnte kaum was alleine machen und das war als Krieger schon. Ich habe nämlich Klassik damals auch als Warrior gespielt, als Deathkrieger. Eigentlich im Grunde genommen von Anfang an, ja, weil ich im Grunde genommen mir damals irgendwie gesagt habe, oder ich fand den Gedanken sehr, sehr cool, dass man tanken kann, dass man einfach seine Gruppenmitglieder beschützt und vorne steht, geheilt wird. Da habe ich noch gar nicht so wirklich dran darüber nachgedacht, wie das ist, ob man in Dungeons mitgenommen wird, ja. Ich kannte das ja auch fast gar nicht anders. Ich wusste halt immer, oh, ich habe Bock auf einen Dungeon, wer hat Lust? Und dann zack, haben sich immer alle gemeldet. Als ich dann mal Damage Dealer gespielt habe, habe ich gemerkt, okay, als Damage Dealer ist das nicht so. Achse Meile, ja. Und dementsprechend bin ich dann irgendwie auch auf dem Krieger kleben geblieben. Den habe ich auch 10 Jahre lang gespielt, also weit über die Grenzen von Classic hinaus.
Und auch immer mit viel, viel Spaß, ne? Das Einzige, was immer ein bisschen blöd war, waren so die Reparaturkosten. Die waren natürlich ein bisschen höher und das konnte einen dann schon ein bisschen auch zur Verzweiflung bringen, ja? Da war auch viel, nicht so viel mehr. Ich habe Bergbau gehabt. Natürlich Bergbau-Schmied, die Klassiker-Kombi im Grunde genommen. Fand ich damals irgendwie auch so in sich schlüssig, ne? Weil Schmied, Ingenieur war nie meins. Habe ich mehrfach mal ausprobiert. Später dann natürlich. Aber das hat nie, nee, das hat, da ist der Funke nie übergesprungen. Obwohl das eigentlich irgendwie auch geil ist, weil du halt viele Gadgets hast, die du dir bauen kannst und so. Aber das hat nie Zing gemacht, ne? Wenn das nicht Zing macht, dann ist das natürlich ungünstig und blöd. Aber die Klassik-Erfahrung, weil man hat ja wirklich auch alle Klassik-Gebiete mitgenommen. Und ich meine auch, also die Erinnerung liegt natürlich so sehr weit zurück im Nebel. Aber es ist, kommt einem heute ein bisschen, die Welt kommt einem kleiner vor. Die war zu Klassikzeiten etwas größer, wie ich fand. Also größer nicht nur in dem Sinne, dass sie war wahrscheinlich wirklich größer, ne? Weil die Wege waren auch gefühlt wesentlich länger oder die Bewegungsgeschwindigkeit wurde erhöht, dass wir das gar nicht mehr so mitbekommen und das eher so im Unterbewusstsein da ist noch. Also die Laufwege, ne? Wie würde man denn so ein Klassik-Videoformat machen? Müsste man da quasi auch Laufwege zeigen und so? Also jetzt rennen wir mit dem Elefanten da durch die Gegend. Also ich würde zum Beispiel bei so einem Video einfach so Laufwege auch einfach rausmachen, ja? Denn das ist, glaube ich, schon ziemlich müßig, wenn du die ganze Zeit nur am Laufen bist. So ein halbes Let's Play könnte man, oder angespielt. Klassik an, durch, mit Kreuz und Quer gespielt. Klassik Kreuz und Quer gespielt, oder... Die klassische Montagserfahrung, ja, wer kennt das nicht? Die klassische Montagserfahrung ist natürlich auch immer toll. Wird mich auch wieder eilen demnächst. Das kommt ja immer wöchentlich vorbei, der böse alte Montag. Man könnte auch so einen Krieger so nennen, ne? Der hat dann immer viel Spaß mit auf seinem Rücken drauf. Jetzt sagen wir nicht, du rennst da bis da hinten hin. Geht nach Waldeslied und sprecht eine helfende Hand. Oh Gott. Um schneller dahin zu gelangen. Nein, das wollen wir nicht. Jetzt muss ich doch wieder runter hier. Oh, da brennt es ein bisschen, das ist doof. Nee, ich mache erstmal die Quest hier vorne, da wo ich sowieso zugange bin. Macht natürlich mehr Sinn, dass wir es einmal von links nach rechts durchquesten. Im Großen und Ganzen, aber mir hat es doch sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Klassik-Geschichte, weil es war irgendwie eine andere Art von WoW. Ne? Das ist ja heute nicht mehr so. Dungeon rein, Dungeon raus, High ist das höchste der Gefühle. Und dann war's das. Außer du machst einen Mythic Dungeon, man stößt auf Gefahren und es klappt dann doch nicht so, wie man das wollte. Und der eine oder andere wird dann natürlich auch chataktiver, ja. Weil man schafft das dann eh nicht mehr und manchmal sind Menschen auch entspannt und dann kann man darüber auch ein bisschen reden und sagen, ja, okay, komm, das war und das und das hat nicht gepasst, aber komm, das machen wir noch zu Ende. In Klassik musstest du wirklich miteinander sprechen, ja. Ich weiß auch selber gar nicht, wie das jetzt noch momentan auf den Klassik-Servern ist. Ob die Leute immer noch miteinander sprechen oder nicht. Feuer in Astral, oh ja, das ist blöd, wenn es hier brennt. Schockt irgendwie nicht, ne? Die Quests mag ich eher weniger, weil das ist so, du musst die Kamera immer so blöd drehen. Zack. Hat nicht geklappt, ne? Aber wenigstens können wir die einmal schnell schmeißen. Klappt das so? Ne, das hat auch nicht geklappt. Jetzt vielleicht? So, könnte, ne? Ja, so funktioniert das. Ich selber hätte da irgendwie schon in gewisser Weise Lust zu, aber möchte natürlich auch ein bisschen wissen, ob jemand da auch Interesse hat, das dann anzuschauen. Ja? Ich glaube, das wäre schon ganz cool irgendwie. So ein bisschen klassikmäßig oder dann mit einer Klasse. Aber welche Klasse wäre dann wieder die nächste Frage? Ne? Spielt man dann Klassik wirklich nach Effektivität oder spielt man Klassik einfach, hey, ich spiele die Klasse, weil ich Bock auf die Klasse habe und das ist ein unlöschbares Feuer da gerade? Wir gehen mal hier drüben hin. Hexenmeister bietet sich natürlich an, ist auch eine schöne Klasse generell. Paladin, aber Paladin, da bist du so ein bisschen, ne, ich will nicht sagen der Buffmeister. Das muss irgendwie auch nicht sein, ne? Vergelter Paladin, du hast schon das Problem, dass man da sagen muss, alles klar, jetzt fehlen mir hier, spiele ich eine Hybridklasse, dann bin ich halt lange nicht so gut wie Krieger, Priester und Co. Ne? Aber auch als Druidenheiler geht das natürlich wunderbar und einwandfrei. Druide in Klassik ist auch eine sehr schön zu spielende Klasse. Du kriegst eine Reiseform, kannst in deiner Druidenform schnell von A nach B reisen. Und ist irgendwie der Spirit vom Dudu ist da auch sehr, 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 sehr groß da. Natürlich auch vom Paladin, aber beim Paladin habe ich immer noch so diesen ewigen Nachgeschmack im
im Sinne, so nach dem Motto, ja, du musst halt im geschmolzenen Kern nur buffen und für mehr bist du da nicht mit dabei. Das würde ich persönlich extrem schade finden, wenn man das so spielt. Oder man spielt tatsächlich mal eine Caster-Klasse, weil es ist ja sowieso, Klassik ist langsamer, ne? Klassik ist viel, viel langsamer. Das ist egal, dann sitzt du halt mal eine halbe Minute da und süffelst dein Wasser. Aber du kannst dich teleportieren, kommst du wirklich schnell von A nach B und bist halt eine Glaskanone. Das wäre die andere Variante, aber beim Hexenmeister hast du genau wie beim Jäger halt ein Tier mit dabei. Es wäre mehr Solo, selbstständig, Hexer wahrscheinlich auch gar nicht so krass stark vertreten, weil das war damals zu Klassikzeiten, habe ich kaum mal Hexer gesehen. Es war mal glücklich, wenn man mal, außer man ist im Raid unterwegs gewesen, da kannte man genug Hexer, aber so viele Hexer gab es irgendwie auch nicht. Gefühlt auf jeden Fall nicht. Und ja, da warst du mal froh, wenn du in Düsterbruch da das Pferdchen holen konntest. Düsterbruch, da konnte man sein Pferdchen holen, als Hexenmeister sein episches Pferdchen, genauso wie als Paladin. Das war schon ein bisschen cool. Das hat so ein bisschen wieder diese Klassenidentität gefördert, ne? Das hat man nur als Paladin. Und man musste ein bisschen was dafür machen. Vandalen und Windreiter abgeschossen. Ja, jetzt muss ich mir, glaube ich, so eine Glewe suchen, genau. Das ist cool. Oh ja, das ist fein. Ach, das ist ein Dämon da oben. Ach, ich kann damit rumfahren, geil. Mal hier. Zack. Ich bin zu langsam damit, ne? Zack. Hat doch noch geklappt. Alles cool. Das macht Spaß. Solche Quests gab es in Klassik, glaube ich, nicht. Kann ich mich auf jeden Fall nicht mehr dran erinnern. Ne, nur ganz wenige, wenn denn dann. Die mal so besonders gewesen sind, ne? Der ging daneben. 5 von 15. Komm, ein paar haben wir hier noch. Zack, 6 von 15. Alles ganz nice gemacht. Da, wenn ich so alte Gebiete spiele, dann finde ich mich schon ein bisschen auch wieder zurück in die Klassikzeit versetzt, ja? Auch wenn es natürlich dieses Gefühl wahrscheinlich nicht komplett einfangen kann, weil das doch irgendwie in gewisser Weise anders war. Alleine die Laufwege. Man musste sich wirklich überlegen, was mache ich heute Abend, wie viel Zeit investiere ich da drinne und wie mache ich das überhaupt generell, ja. So, den erwische ich auch nicht, der ist zu schnell unterwegs, der Boy. Ne, schon wieder nicht, aber die kommen ja wieder und spawnen hier wieder neu. Also die hatten nicht die mobilsten Kriegsmaschinen, die Elfen. Zumindest was das schnell mal eben die Position wechseln und dann schnell schießen angeht. Ja, nee, im Großen und Ganzen Klassik war schon eine coole Erfahrung. Ja. Die Frage ist halt, wie viel ist denn jetzt noch auf den Servern los? Die Raids, momentan ist, glaube ich, Ankirai, müsste da noch ein bisschen mit dabei sein. Ich denke mal, auch die ein oder andere Gilde, die in Klassik unterwegs ist, die wird auch bestimmt zu Gurub noch unsicher machen. Gerade nicht so die ganz riesengroßen Gilden. So, 14 von 15, einen haben wir noch. Komm her hier. Ja, den kriegen wir, ne? Der fliegt da lang. Ach, knapp dann eben so auch vorbei. Vielleicht haben wir hier nochmal irgendwo einen. Ne, auch nicht. Doch da. Hier. Kalle. Zack. Haben wir Kalle auch fertig. Quest erledigt. Wunderbar. Einmal raus aus der alten Kriegsklebe hier. Können wir die eben schnell abgeben. Ja. Nee, wie würdet ihr das sehen? Soll Weser mal sowas machen oder nicht? So, Aufwertung, Rettung von Astranar, fertig. Wir haben natürlich hier noch andere Aufgaben zu erledigen. Astranar selber ein Riesengebiet. Wir haben noch 57 Quests hier, 3 Flugrouten, eine Menge Haustiere und 6 Quest-Abschnitte für die Story hier in dem Gebiet. Ja, das war natürlich in Klassikzeiten nicht ganz genau so strukturiert, wie man es jetzt hat. Das ist ja im Grunde genommen auf den Gebieten immer relativ ähnlich gemünzt. Schlechter Einfluss, neue Quest, die nehme ich mit. Da muss man halt ein bisschen schauen, dass man die alle erledigt. Aber auch dort gibt es ein All the Things. Das finde ich persönlich sehr nice. Da wäre mal so eine kleine Idee, da eben halt auch nochmal vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere Folge davon zu machen, wie man da ein bisschen unterwegs ist und was erledigt, ne? Aber ohne All the Things würde ich das auch, glaube ich, gar nicht spielen wollen, weil so weißt du nämlich immer halt hundertprozentig, alles klar, das habe ich jetzt geschafft, hupala. Zack, aber die Klinge aus dem Boden raus, gib ihm. Das so das, ne? Ja, Klassik, ich habe schon mal einen Jäger gespielt in Klassik.
Das ist jetzt aber schon sehr, sehr lange her. Und es war auch eher mehr einfach erstmal so eine kleine Findung. Das war nämlich vor dem Let's Play Paladin, habe ich das gemacht. Für mich ist immer sehr, sehr wichtig, wenn ich so ein Spiel hier spiele wie WoW, es muss immer einen Sinn haben. Also der Sinn muss immer da sein. Ich muss immer so ein kleines Ziel haben, ne? Und da hatte ich mit dem Jäger hatte ich halt kein Ziel. Gummelkehle ist erschienen. Den holen wir uns da gleich. Da hatte ich halt kein Ziel und war dann nur ein bisschen ziellos. Vielleicht habe ich auch deswegen dann den Faden dort verloren. Das kann natürlich auch möglich sein, ja? So, 15 von 15 haben wir die auch. Perfekt. Einmal wieder zurück nach Astrana. Und den habe ich halt ein bisschen gelevelt. Das war auch ein 11. Ja. Irgendwie spiele ich fast nur. Nein, Menschen oder Elfen spiele ich meistens, ja. Also nur Elfen wäre jetzt auch irgendwie falsch, aber meine Druidin auf dem anderen Account ist halt eine Nachtelfe. Ja, das ist eine gute Frage, ob man das mal so machen soll. Lust hätte ich auf jeden Fall dazu. Vielleicht aber auch mit All the Things und allem drum und dran ist das immer so ein Zwiespalt, den man da hat, ne? Ich glaube, das wird euch ähnlich gehen, weil ihr, wenn ihr All the Things macht, die Weisheit der Morgen im Bann der Glücksbringer, jawohl. Wenn man nämlich. Das ist manchmal hat man so wenig Zeit, ne? Hat man denn heute noch die Zeit für Klassik? Kriegt man noch so viel Zeit investiert, um wirklich dort raiden zu gehen? Wie viele Stunden muss man dafür spielen? Also ich weiß, damals, als ich Klassik gespielt habe, habe ich stundenlang gespielt. Also wirklich Stunden, Stunden, stundenlang. Dagegen ist jetzt so eine 20 Minuten Let's Play Paladin-Folge hier gar nicht. Da wirst du froh gewesen, wenn du überhaupt einmal den Weg von Goldhain nach Schurmwell zurückgeschafft hast in dieser Zeit. Okay, ist ein bisschen zu übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das ist halt die große Frage, ne? Ob man da wirklich heute noch die Zeit für mit aufbringen kann. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich muss hier irgendwo rein. Sonst komme ich da gar nicht hin, ne? Oder hier hoch. Hier hoch und dann da rein. Das geht natürlich auch. Genau, jetzt sind wir hier perfekt, dann passt das. Das ist so ein bisschen die Zeit ist halt, glaube ich, der große Faktor, der Probleme gibt. Genau, ich denke, das wird der Faktor Zeit sein. Und das ist bestimmt auch beim heutigen Klassik immer noch so. So, Treuglücksbringer brauche ich hier. Mal schauen, wo wir die finden. Müssten. Ne, die liegen hier rum. Die können wir so mitnehmen. Perfekt. Das ist, glaube ich, das allergrößte Problem eigentlich. Und das ist, deswegen ist, denke ich mal, auch, dass in Retail und Co. so wenig gechattet wird. Weil die Leute wollen halt einfach schnell ihre Sachen erledigen. Zack, zack und fertig. Und durch damit, ne? Ich habe letzter Mal in einem Livestream das sogar gehabt, da hat mich einer angeflüstert und wollte mit mir reden. Ich dachte zuerst im ersten Moment, okay, das hat jetzt was mit dem Livestream zu tun. Der kommt aus dem Livestream, weil ich ja hier alte Sachen gemacht habe. Und dann hat sich da eigentlich ein ganz cooles, nettes Gespräch draus entwickelt, ne? Einfach mal Zeit nehmen, das ist so. Ich glaube, das ist ganz wichtig heute. Das haben wir manchmal ein bisschen auch vergessen schon so. Und ich behaupte jetzt einfach mal, okay, die ist sehr steil, die Behauptung, dass genau aus diesem Grund diese Klassikgeschichte auch so sehr erfolgreich gewesen ist oder wurde. Dass es erfolgreich wurde, das habe ich ja mitgekriegt. Natürlich, das kriegt man mit, wenn man im WoW-Universum so ein bisschen unterwegs ist. Da müsste man schon mit Blindheit geschlagen sein, dass man das nicht mitbekommt. Das ist so. Ich glaube, genau, weil eben halt die Leute dann erstmal wieder angefangen haben, miteinander zu schnacken, miteinander zu reden, um auch aus ihrem, ja, aus diesem Retail rauszukommen, wieder, weißt? Ja, das ist, glaube ich, genau der Grund. Sollen wir es wagen mit Klassik? 2 Minuten habe ich noch, hier so zu entscheiden. Nee, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Also schreibt es mir gerne rein, wenn ich so merke, okay, alles klar, ja, das möchtet ihr gerne auch mal sehen. Dann nehme ich das mit ins Programm auf, ja. Denn das ist mir schon irgendwie auch in gewisser Weise wichtig. Den Paladin spielen wir natürlich weiter, das steht nicht zur Frage. Aber, oh, da war noch eine Aufgabe, die ich hätte annehmen können. Das ist bestimmt die andere Aufgabe, die ich da drin hätte machen können jetzt, ja. So, garantiert, ja, ich wusste es. Einmal blind dran vorbei und wieder rein da. Das kriegt man dann auch hin. Natürlich. Klar, da oben ist ein Blutklaus-Sammlung, genau. Das kriegen wir hin hier. Die Frage, also erstmal ja, nein, Klassik. Dann die Frage, welche Klasse, ja?
Eigentlich wäre ich fast schon versucht zu sagen, so, es müsste man Caster sein. Es sollte man Caster sein. Oder ein Priester als Heiler. Wesa als Heiler hinten, Zauberstab schwingend. In seiner Bärenkutte, wollte ich gerade sagen. Pling! Mit Flügelchen dabei. Einfach mal was wegknüppeln. Als Schattenpriester auch sehr interessant. Auch zu Klassikzeiten schon. Auch eher der Underdog gewesen, natürlich. Guck mal hier. Hier soll diese Sammlung sein. Hier ist aber keine Sammlung. Das ist gelogen. Blutklaus-Sammlung. Das ist bestimmt am anderen Ende hier. Garantiert. Ganz am Ende hier drin irgendwo. Da unten. Das ist nur falsch angezeigt. Manchmal passiert das auch. Zu weit entfernt heißt das. Gelangt in den Besitz von Blutklaus-Sammlung. Da ist er, genau. Da unten. Dahl-Blutklaue. Oh ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da hat man sich durchgekämpft und der Respawn hat einen dann getötet, wenn man hier war. Klassik, das gab es übrigens auch zu Klassik. Ganz entspannter Respawn. Sehr entspannt. Die ganze Geschichte nicht. Das war schon cool, oder? In gewisser Weise. Auch wenn man sich dann natürlich drüber geärgert hat. Wenn du zu zweit oder zu dritt in Klassik unterwegs warst, war alles absolut kein Problem. Es war genau auch ein bisschen dafür ausgelegt, dass man wirklich nicht alleine unterwegs ist. Als Priester könnte man auch nicht wirklich alleine unterwegs sein, ja. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Man kann zwar mit dem Zauberstab auch ein bisschen was reißen und ein bisschen was machen, aber die Dinge, die dauern halt einfach ein bisschen länger auch. Aber ich glaube, so schlimm ist das manchmal gar nicht. So ein bisschen entschleunigen die ganze Geschichte und dann läppt das. So, jetzt kann ich die abgeben. Geil. Die wir vorhin vergessen haben. Geben wir die mal ab. Und er sagt mir, gehst du nochmal wieder rein? Ich freue mich. Nee, tut er nicht. Einmal zurück nach Astrana. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr, sehr herzlich gerne und danke über einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen, Kritik, Anmerkungen, Anregungen hast, einfach auch mit in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und falls du das erste Mal jetzt hier dieses Video geschaut hast oder meine Let's Play Paladin Reihe dir begegnet ist, schau dir einfach mal die anderen Folgen an. Darüber freue ich mich auch sehr. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, den Subscribe-Button hitten, freue ich mich außerordentlich. Hammercool. Dienstag, Donnerstag und Samstags bin ich ab 20 Uhr auf Twitch TV unterwegs. Spiele den Paladin hier auch. Wir machen momentan den Meister der Lehren. Bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Bis dahin, es meldet sich ab.